Wusstest du, dass ein Megatherium fast doppelt so hoch wie ein Elefant war, wenn es sich aufgerichtet hat? Nee, ich auch nicht. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück bei Ark Storytime. Warum stehe ich hier und warum erzähle ich euch was über Megatherium, so? Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, ne? Also seitdem wir das letzte Mal hier oben standen, beziehungsweise das gesehen haben. Wobei, jetzt sieht es auch schwarz aus. Aber die sind jetzt alle rot. Die waren vorher alle schwarz und haben teilweise auch hier grüne Hände, grüne Füße und ein grünes Maul. Und ich habe in der Zeit, wo ich ein bisschen kränken war und keine Videos machen konnte und nicht streamen konnte, gezüchtet. Und im Prinzip ist das hier das, was dabei rausgekommen ist. Das sind schon mal die ersten vier Megatheriums, die wir mit zur Brutmutter nehmen werden. Da haben wir einen mit normalen, also ne, Standardhänden, sagen wir mal, mit pinken, rosa Händen, mit roten Händen und mit grünen Händen. Das ist so die Megatherium-Armee, die wir benutzen werden, um die Brutmutter zu plätten. Und wenn ich es noch richtig erinnere, dann haben wir in der letzten Folge Yutis gezähmt. Ja, und das ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist. Aktuell versuche ich diese Farben, die zwei hier, also das Orange, Gold, Orange, irgendwie Lila, hier rauf zu bekommen mit dem weißen Kamm. Dann hätten wir auch unseren Boss-Yuti sozusagen. Und die brüten jetzt halt die ganze Zeit vor sich hin. Und ich gucke, dass ich das hinbekomme. Ich habe schon irgendwie 20, 30, 40 Eier schlüpfen lassen. Ist bisher noch nichts passiert. Ist aber auch nicht so schlimm. Die benutzen wir dann halt zum Leveln der Megatheriums. Was hat sie noch getan? Was hat sich noch getan? Und zwar hier, diese Mauer ist da. Wir hatten ja vorher Spikes wie auf der anderen Seite. Und das führte dazu, dass andauernd irgendwelche Tiere hier reingelaufen sind oder ein Diplodokus rübergelaufen ist und die ganze Base durcheinander gebracht hat. Deswegen steht jetzt hier eine kleine Mauer. Aber von dieser Seite ist sie noch nicht fertig. Das heißt, das werden wir mal irgendwann im Stream fertig machen. Ich habe sie nur eben angefangen, damit ich jetzt hier den Server. Das ist auch eine Neuerung. Wir sind jetzt auf einem Server unterwegs. War das schon beim letzten Video so? Ich weiß es gar nicht. Aber damit ich den Server eben auch mal laufen lassen kann, um ein paar Sachen halt zu leveln oder damit sich die Dinos paaren können und so weiter, Dinos aufwachsen können. Der ganze Kram eben. Und deshalb habe ich mal die Mauer ohne euch gebaut. Zumindest ein Teil davon. Gut, was machen wir denn aber heute? Heute würde ich vorschlagen, dass wir uns noch so einen hier zähmen. Oder so eins. Wir brauchen ein Weibchen davon auf jeden Fall, damit wir nämlich auch wieder paaren können. Damit wir dann auch ein Bossschwein sozusagen haben. Ach ja, und außerdem hier oben sind jetzt so alle Megatheriumse und Yutis, die ich so da rausgezüchtet habe und weitergezüchtet habe oder weiterzüchten wollte, weil ihr seht ja, die Base war ganz schön voll. Ich bin nicht mehr durchgekommen. Egal, wir suchen uns erstmal jetzt ein Schweinchen. Oh, da unten ist auch eins und das ist Level 115 und ist sogar ein Weibchen. Das heißt, das nehmen wir uns einfach mal mit. Nochmal gucken, was im Drop drin ist. Und wie immer, blauer Bari, das nehmen wir mit. Wir haben Bari. Ist okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass das Schwein mich nicht angreift, wenn da die Yutis stehen und die Megatherien. Obwohl die Megatherien ja alle auf passiv eigentlich gestellt sind. Aber wir versuchen es mal beim ersten Versuch reinzubekommen und das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile, also würde ich einfach sagen, Film ab! Das war schon. Sehr schön. Dann packen wir mal ein bisschen Kibbel rein. Dann ist das Ding auch gleich fertig. Dauert jetzt allerdings alles ein bisschen länger, denn ich habe auf dem Server die Singleplayer-Einstellung deaktiviert. Wir spielen jetzt also mit offiziellen Server-Einstellungen sozusagen. Hab mich ja in der letzten Zeit ein bisschen darüber aufgeregt, dass das alles so ein bisschen OP ist, wenn man die Singleplayer-Einstellung hat. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach so. Dadurch haben die Tiere von uns einfach weniger Leben und weniger Angriff. Und ja, die Tiere machen generell mehr Schaden jetzt, also die Wilden. Das heißt, wir können die Tiere nicht mehr so extrem schnell hochleveln. Was, denke ich, ganz gut ist. Wo ist denn der Bari? Bari, Bari, Bari. Ich suche meinen Bari. Bari, wo bist du hin? Ah, Obviously ist er hier. Wir werden heute aber natürlich nicht nur das Schwein zähmen, sondern noch in der Höhle gehen. Und dafür habe ich auch schon einiges vorbereitet. Und zwar hätten wir da zwei Pumpguns, 204 Pumpgun-Schüsse. Wir haben die Flinte dabei, 96 Schuss und ein Scope. Das sollte auf jeden Fall was werden. Und ich habe nochmal in einem Drop gefunden, eine Blaupause für einen Chitin-Panzer. Und die machen wir uns einfach mal, weil die hat auch ein bisschen Wärmeisolierung, beziehungsweise Kälte, also Unterkühlungsisolierung. Bietet aber einfach sehr, sehr viel mehr Schutz. Dementsprechend benutzen wir heute die. Denn für uns geht es heute in die kleine Schneehöhle. Und da brauchen wir ein bisschen Schutz und vor allem ein bisschen Kälteisolierung. Beziehungsweise Wärmekälte. Es ist Kälte, ist richtig. Beruhigt euch. So, Schneerüstung ist auch noch einmal mal heile gemacht. Soweit haben wir dann, glaube ich, alles. Wobei, den Otter müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Für das zweite Artefakt. Wo ist er denn? Hier in der Ecke. So, kleiner Sprung. Das Schwein ist auch fertig. Sehr schön. Können wir auch nochmal umbenennen in Timon? Ich weiß, es ist nicht richtig, aber es macht nichts. Die Namen gehören zusammen. Es ist jetzt Timon und Pumba. Müssen wir mitleben. Oder ihr. So, wir machen nochmal einen kurzen Check der Vollständigkeit halber. Also, wir nehmen auf jeden Fall Schlafsäcke mit, wie immer. Ich habe meine Ausrüstung soweit fertig. Ich habe Waffen. Ich habe Munition. Ich habe auch einen Kryoport mitgenommen.
mitgenommen und ich habe vor allem Medizin mitgenommen. Krügelport nehme ich mit, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Skipper damit reinkriege. Wobei Skipper, Kowalski. Helena Drohne. Weg. Danke. Wir nehmen Kowalski auf jeden Fall mit in die Höhle. Beziehungsweise davor. Ich versuche so viel wie möglich mit ihm wegzumachen. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg und fliegen Richtung Höhle. So, wir sind da und bevor jetzt irgendwas richtig Blödes passiert, werde ich mal Kowalski hier absetzen und den Alpha-Kanon da oben wegziehen, der sich mit zwei anderen Kanons verbündet hat. Kommt in Sasa rein. Los, meine Freunde. Sehr schön. Nicht, dass er noch auf blöde Gedanken kommt und irgendwie da am Höhleneingang runterfällt und uns dann den Ahi auseinander nimmt. Wie immer machen wir Folgendes. Einfach mal die Schlafsäcke davor ballern. Eigentlich könnte ich auch mal ein Fundament mitnehmen mit einem Bett, ne? Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, als immer Schlafsäcke zu machen. Aber für den Fall der Fälle haue ich mal welche hin. Es ruft hier die ganze Zeit irgendwas, als wäre hier irgendwo ein Duty oder so. Ich packe mal vielleicht meine guten Werkzeuge weg in den Ahi. Die muss ja keiner bekommen. Ansonsten werde ich mich mal ausrüsten und zwar mit einer Pumpgun und mit dem Gewehr, mit dem ich dann eventuell noch auf Distanz schießen kann. Und dann versuchen wir jetzt mit Kowalski reinzukommen in die Höhle. Und ich hoffe mal, dass er genügend Leben hat. Die Frage ist auch, nehmen wir den Otter jetzt schon mit rein? Ich habe irgendwie Angst, dass er stirbt. Wir machen es einfach, glaube ich. Okay, ich glaube, oh, hier kommt man nicht durch, oder? Kommt man durch mit Kowalski? Nope. Aber ich habe ja einen Kryopod eingepackt, um ihn jetzt hier reinzuschleusen. So. Okay, die wilde Fahrt, du bist ziemlich hell jetzt. Okay, hier wird es selber hell drin. Ich lade mal eben alles durch. Fast vergessen. Wir müssten theoretisch hier vorne mit dem Wolf durchkommen. Gelber Drop. Holy moly. Das überrascht mich. Müssen ein bisschen aufpassen. Hier ist irgendwo ein Dude hier auf jeden Fall über uns. Mal sehen. Da vorne sind schon so ein paar Fliegeviecher und eine Spinne. Den Drop wollen wir auf jeden Fall haben. Aber dafür habe ich ja auch zum Beispiel diese Sniper mitgenommen. Damit wir genau sowas hier machen können. Hier nicht so viel Gefahr laufen, dass wir sterben. Da bin ich kurz ein bisschen verjagt hier, aber kein Problem. Weg mit dir. Die Höhle ist nämlich auch, wenn es nur die kleine Eishöhle ist, eine ganz schön fiese Wiese. Und die kommen ja hier von überall. Ich kann es, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen, weil wir die Singleplayer-Einstellungen aus haben, wie schwer das jetzt hier wird. Aber scheinbar hat Kowalski hier alles im Griff und Skipper würde hier noch viel, viel heftiger durchgehen. Was macht denn hier ein Level 6er drin? Level 6? Was soll das denn? Wir müssen natürlich auch aufpassen, weil hier überall so kleine, eklige Sachen sind, wo man runterfallen kann, theoretisch. Und ich glaube auch, das Artefakt ist nur über einen Grappling-Hook zu erreichen. Das wird auch ganz fies. Da werde ich auf jeden Fall den Otter irgendwo vorher wegschmeißen. Ist hier noch irgendwo was, was mich jetzt tendenziell fies aus dem Hinterhalt angreifen möchte, frage ich mich. Man hört überall noch was. Nehmen wir die Pumpgun zur Hand. Da haben wir... Wow. Wow. Es hat sich so gelohnt, für den Drop alleine reinzukommen. Was war da drin? Warte mal. Da war ein Manta-Sattel drin und es war... Wow. Stoffhandschuhe in blau. Geil. So, kommen wir hier noch durch? Ja, sehr schön. Hier war aber das schon. Das heißt, hier ist irgendwo... Ich muss mal auch gucken, nicht, dass ich hier irgendwo gleich reinlaufe und tot bin. Hier ist auf jeden Fall irgendwo das Artefakt. Es ist auch nicht gewollt, dass ich hier mit einem Wolf drin bin. So, ne? Das möchte Ark eigentlich gar nicht. Ist mir aber egal. Mach es trotzdem. Ich habe die Kryopods nicht ins Spiel gebracht. Wir gucken mal hier hinten weiter. Ich möchte noch nicht zum Artefakt. Ich möchte erst vorher alles hier komplett geklärt haben. Okay, da ist auf jeden Fall so eine blöde Kante im Boden. Na, Folgendes. Ich lass mal hier Kowalski stehen und wir gehen jetzt mal alleine. Ja, und dann bist du tot. Ich kann mich ja notfalls, ich habe ja Grappling Hooks eingepackt, das habe ich euch gar nicht gesagt, aber ich habe Grappling Hooks dabei. Notfalls könnte ich dann ja zu Kowalski zurückrennen und da Schutz suchen. Okay, hier ist eine Schlucht, auf die ich auf jeden Fall gar keinen Bock habe. Ich höre hier auf jeden Fall noch diese Viecher. Da vorne ist eins, okay. Ich glaube aber nicht, dass ich da den Flügel geschossen kriege. Nee. Und darüber ist wahrscheinlich Selbstmord, oder? Mal gucken, ob wir einen anderen Weg finden. Oh ja, nice. Hier ist auch einfach nur so ein riesiges Loch. Okay, super. Hier hört man noch die ganzen Viecher. Neben uns wahrscheinlich im Gang. Was ist denn? Warte mal. Hier vielleicht irgendwo? Hier liegt noch was? Hört sich hinter mir an. Hört sich hinter mir an. Hört sich an, als wäre das hinter mir, meine ich. Ach, hier geht's auch noch. Oh, ach du heiliger Christophorus. Warte, ihr seid mehr. Ihr seid mehr als eine. Was soll das? Runtergefallen? Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Warum treffe ich dich denn nicht? Stirb. Da unten ist noch eine. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht mehr hoch. Hier geht es auf jeden Fall nicht zum Artefakt. So viel ist klar. Das weiß ich. Aber gibt es noch mehr Drops hier, ist doch die Frage. Hier ist das Artefakt, glaube ich. Aber hier gibt es noch mehr von diesen Kreisschwächern. Oh ja. Oh, ich habe nicht getroffen. Oh Gott. Unsichtbare Wand. Der Feind eines jeden Gamers. Hallo. Warum seid ihr so viele? Oh, das hat ihm nicht gefallen. Haha, das aber. Ich lade lieber nochmal nach mit dem Gewehr. Der, was hält denn aus? Das ist der vierte Schuss jetzt bei ihm. Ich bin... Hä? Hä? Was? Dieses Wabern macht mich auch schon wieder wahnsinnig. Überall sind hier noch Feinde. Und ich sehe so schlecht. Oh Gott!
Oh Gott. Hinterhalt. Jung, muss ich erst das Gewehr auspacken oder was? Mando. Ja, aber durch was? Durch was bekomme ich denn hier Schaden? Ah, warte mal. Hier habt ihr gerade was gesehen? Ah ja, da sind die ganzen Spinnen dann, alles klar. Ah, hier, von hier bin ich gekommen, glaube ich, ne? Ja. Ich möchte gerne zum Artefakt und ich möchte aber eigentlich auch gerne Drops kriegen. Hier ist noch irgendwo was. Das ist ganz nah dran, das ist super eklig. Ich treffe nicht. Was, das war aber eklig. Das sind zwei. Warum treffe ich denn hier nichts? Ist hier eine unsichtbare Wand? Das ist doch ein Scherz. Werde mich da jetzt nicht ranhängen, wenn man da nichts trifft aktuell. Ah, was ein Schwachsinn. Kommt man noch irgendwo anders rum? Hier scheinen wir gewesen zu sein mit Skibber, mit dem Skibberino, mit Kobolski meine ich, Entschuldigung. Es muss doch aber, oh holy, es muss doch aber einen anderen Weg rausgeben oder dahin geben, wenn ich jetzt schon hier, vielleicht. Das könnte sein, aber das möchte ich nicht riskieren irgendwie. Hier geht's auf jeden Fall nicht zum Artefakt, so viel ist klar, das weiß ich. Kobolski passt jetzt auf Harry Otter auf. Okay, jetzt sind wir auf der Seite, wo, die trifft man aber nicht. Doch, trifft man schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, jetzt haben wir noch eine Spinne über. So, hier kann ich jetzt mich nochmal bewegen. Ich könnte mich da jetzt versuchen reinzuziehen. Ganz ruhig. Jetzt haben wir die Spinne hier. So, Spinne, komm her. Warum trifft man dich denn nicht? Was ist denn dein Problem? Wir haben's. Zack. Es respawnt nicht direkt. Jetzt ist die Frage, wann dieses Artefakt respawnt. In welchem Zyklus sozusagen. Es ist wieder da. Nice, man hört schon. Sehr gut. So, Harry. Danke, dass du dieses Artefakt für mich mitnimmst. Okay, warum auch immer ich jetzt so komisch bin. Okay. Nein, Leute. Jetzt kommen wir nicht so. Ich dachte, wir gehen hier lang, weil es cooler ist und so. Und wollte auch sagen, wie cool das ist, dass es so geht. Und jetzt so. Was haben wir alles dabei, wenn ich da oben ran schieße? Ich lasse mich fallen und schieße da oben ran, ansonsten sind meine ganzen Sachen weg. Und ich muss nach Hause fliegen, neue Enterhaken holen. Warum hat es denn eben geklappt? Oh, jetzt denke ich noch blöder. Na super. Noch blöder. Ich habe noch einen Enterhaken frei. Das war's, Leute. Oh, nee. Warum lässt er mich auch so runterfallen? Warte mal, wir können da vielleicht da hinten hin. Dann holen wir neue Enterhaken. Vielleicht bin ich dann nicht ganz verloren. Let's go. Ach, komm. Naja, im Prinzip muss ich jetzt zu Hause Dings, ne? Ich brauche eine Schneerüstung und ich brauche einen Enterhaken und ich brauche eine Armbrust. Nur mal so nebenbei als kleine Erklärung, warum ich mich jetzt nicht so krass aufgeregt habe, dass ich da reingefallen bin. Wir hatten im Inventar jetzt nichts Großartiges, was irgendwie nicht wiederbringbar wäre. Also klar ist das ärgerlich um die Flinte zum Beispiel, aber die können wir neu herstellen. Das Einzige, was wirklich weg ist, sind so halt die Armbrust und halt eine Spitzhacke, glaube ich. Halb so wild. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da in dem Moment falsch gemacht haben soll, dass es beim zweiten Mal dann nicht geklappt hat, mich darüber zu ziehen. Aber das ist halt typisch arg. Davon lasse ich mich jetzt zumindest heute, nicht so nerven. Ich hätte halt früher auf die Idee kommen können, mich an die andere Wand zuzuziehen, also auf die Gegenseite. Das wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Tja, ich heiße nun einmal aber Nico der Profi und nicht Nico der Schlaue. Deswegen so bin ich auf die Idee zu spät gekommen. Es sieht ganz gut aus, als könnten wir tatsächlich da irgendwie den Todesstrahl, also wir sehen den Todesstrahl, das heißt ja irgendwo, was geht denn hier ab, Mann? Warum ist denn das so bevölkert hier? Was machen die Wölfe da? Und ich hoffe, die lassen vor allem in Agi in Ruhe. Warte mal. Nee, das ist kein... Ah, Mann. Oh, shit. Nicht jetzt. Verdammt nochmal. Lass mich hier hoch. Alter, wirklich? Assistenten, Petri? So, ich habe mich schon mal gerettet. Agi, komm her. Ein Stückchen bitte näher zu mir. Komm doch mal so nah ran, Kollege Schnürschuh, dass ich tatsächlich dich reiten kann. Das ist wunderbar. Dankeschön. War ja klar, dass die ankommen werden und hier stressen werden. Tschüss, Sikowski. Wo sind deine Freunde? So, Agi, komm her. Ist der Assistenten, Petri, tot? Das war mein Assistent, mein persönlicher. Gibt einfach Sachen, die... Selbst dieser blöde, wilde Agi macht mehr als meiner, der schon seit Jahren gelevelt wird, aber der war auch crap, als wir den gezähmt haben. So, tot. Tschüssikowski. Zum Glück habe ich reagiert und habe diese blöden Enterhaken benutzt. Wir haben nicht mehr diesen Sonderstatus. Wo ist Kowalski? Kowalski? Warte mal, komm ich hier durch? Was ist denn hier? Was geht hier ab? Wo ist Kowalski? Sehe ich ihn einfach gerade nicht? Weil es scheint mir, als würde er hier stehen, wenn ich gegenlaufe. Okay, ich kann nichts anwählen, aber ich glaube, er steht da. Muss ich gleich mal ausloggen, wieder einloggen, weiß nicht, ob das dann funktioniert. Okay, also es ist ein Todesstrahl ist noch da, das heißt theoretisch, rein theoretisch. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja, Problem ist jetzt aber auch, wenn ich da ranschieße, ne, und ich treffe jetzt nicht meine Leiche, sondern was anderes, dann ziehe ich mich da direkt ran und sterbe. Aber es scheint mir das so, als wäre das da, was da unten liegt, wäre ich das, ne? Warte mal. Kriege ich das jetzt hier irgendwie rausgezogen? Das blendet halt auch wie Sau. Ich vertraue Ark nicht mehr. Hallo. Toll. Ich habe quasi meinen Körper. Nein, ich habe C gedrückt. Oh, ich bin so schlau. Ich habe C gedrückt. Total geplant gewesen, dass das so funktioniert.
Wie geil ist das denn? So, die Welt ist doch wieder in Ordnung, Leute. Das ist alles gut. Einfach mal heute auch komplett entspannt. Ich bin so tiefenentspannt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Jetzt muss ich nur noch meinen Kobolski wiederfinden. Das wäre natürlich schon ein bisschen blöd, wenn der nicht da wäre. Aber wir können... Ah, notfalls machen wir machen gleich mal was. Wir holen uns erstmal das Artefakt. Und dafür gehe ich jetzt mal von der anderen Seite ran. Du verhungerst, ich bitte dich. Aus Versehen C gedrückt, um mich zu ducken. Und zack, die schöne Leiche vor mir. Sehr schön. Wir gehen mal, wir versuchen das mal von hier. Wobei das ja auch ein bisschen... Na, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welcher Seite ich das versuchen sollte. Wenn ich mich jetzt da ranziehe, vertraue dem Spiel, wie gesagt, gar nicht mehr. Genau, da ist nämlich diese unsichtbare Wand vor, also brauchen wir das gar nicht versuchen. Also war das schon ganz schön schlau von mir, dass ich auf der anderen Seite war. Allerdings haben wir jetzt nur noch 3 Enterhaken. Ich brauche einen, um rüberzukommen, safe. Ja, okay, wir brauchen 2. Bräuchte 2. Wenn nicht, muss ich wieder nach Hause. Das Problem ist aber, dass ich nichts mehr... Doch, ich habe noch einen Quetz zu Hause, den ich fliegen kann. Kann das mal bitte... Kann mal bitte einer das Leuchteding hier wegmachen? Danke. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Und dann versuchen wir uns mal da oben ranzuziehen. Mit voller Kara... Ja, sehr schön. Es geht doch einfach auch an diesem Spiel manchmal. Gib mir mal das zweite Artefakt her. Dankeschön. So, es muss auch gar nicht alles so kompliziert sein. Aber ich habe doch gesagt, wir machen was. Wir haben hier gezähmte Kreaturen. Und zwar haben wir hier einen Direwolf. Und der steht direkt hier. Sag ich doch, der steht hier. Ja, das ist jetzt komisch. Ich kann nämlich auch nicht aufmounten. Wir gehen mal eben... Hallo, Kobolski. Du musst mich jetzt auch durchlassen, Kobolski, wenn ich dich retten soll. Ich würde mich mal einmal kurz ausloggen und wieder einloggen, weil das kann ja nicht sein, dass er weg ist. Ha, Kobolski ist wieder da. Yes, sehr schön. So, Kobolski, zurück in deinen kleinen Pokéball. Los, los. So, Kobolski ist wieder im Ball. Wir haben alles an Equipment wieder, was wir verloren haben. Nice. Hätte ich gar nicht gedacht. So, und das Artefakt des Himmelherrn, Skylord, auf Englisch. Jetzt haben wir schon 6 von 10. Das heißt, es fehlen uns nur noch insgesamt 4 Höhlen. Wie dem auch sei, alle Sachen sind wieder in den Schränken verstaut. Die Schweine machen jetzt die ersten Babys. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall voran, dass wir auch ein Kampfschwein haben. Beziehungsweise ein Bossschwein. Wir kommen den Bossen auf jeden Fall ein großes Stück jetzt entgegen. Haben aber auch noch viel auf dem Zettel. Wie immer, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auf jeden Fall tun. Ansonsten Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.